Hallo zusammen, hier ist wieder Chillan Toshida für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount aus Patch 10.2 und da habe ich gleich das erste, was man in dem Patch sich holen kann. Der schimpft sich Blühender Launendrache und das ist dieser Feendrache, wie ihr hier seht. Hat so das Grundmodell vom Hochlanddrachen, hat aber hier diesen Feendrachenschwanz bzw. auch die Flügel. Der Kopf, muss ich gestehen, sieht ein bisschen komisch aus, aber wir können das Ding auch customizen und das werden wir uns gleich auch mal anschauen. Bevor wir das machen, erzähle ich euch, wo wir den herkriegen. Und zwar bekommen wir den über die Kampagne, die jetzt in Patch 10.2 reingekommen ist, und zwar Wächter des Traums, beziehungsweise ist nicht ganz richtig. Die Kampagne kam ja schon rein zu Patch 10.1.7 und zwar konnte man den ersten Abschnitt schon absolvieren, ne? Da hat man ja hier in Waldracken schon den ersten Abschnitt gekriegt und musste ja einmal hier hinten ein bisschen rumgurken in der Ebene von Onara. Im Moment haben wir ins falsche Gebiet reingeklickt, da haben wir ja hier hinten schon mal ein paar Sachen machen müssen. Oh, das seht ihr jetzt gerade gar nicht. Muss ich so rüber? Genau. Also diesen ersten Teil konnte man da schon quasi vor Patch 10.2 absolvieren und sobald jetzt der Patch live geht, beziehungsweise aktuell ist er schon live, kriegt ihr einfach eine Quest, dass ihr hier zu diesem Traumportal müsst, und sobald ihr die abgebt und dann durch das Portal mit der nächsten Quest kommt ihr hier in das Gebiet und dann gibt es auch schon den Drachen. Also das ist so das Erste, was ihr eigentlich in Patch 10.2 machen könnt, gibt es dementsprechend direkt einmal dieses schicke Mount. Und das können wir jetzt auch hier am Podium ein bisschen umgestalten. Ihr seht, mittlerweile wird die Leiste hier schon ein wenig länger und hier ganz hinten haben wir den Drachen. Und ja, was können wir jetzt umwandeln? Wir können einmal sagen, wir wollen eine andere Farbe haben. Also es gibt hier dieses Blau, dieses typische Feendrachenblau. Dann haben wir einen Schwarz. Da finde ich, sehe da gar nicht mehr aus wie ein Feendrache. Hatte dann blaue Flügel. Dann haben wir dieses Goldene, Gold-Orange. Das sieht relativ cool aus. Und dann haben wir hier noch so ein Lila-Pink gemischt, das macht auch was her, genau. Dann haben wir eine Möglichkeit, den Hals zu ändern, und zwar können wir Lamellen hinzufügen. Dann haben wir eine Möglichkeit, den Rücken zu ändern, da gibt es dann halt auch wieder Lamellen. Dann haben wir den Kopf, da haben wir dann Elite. Also so eine Rüstung, ich weiß nicht, passt jetzt nicht zum Feendrachen, ehrlich gesagt, aber gut, kann man sich auch holen. Und dann haben wir hier Rüstungsfarbe. Könnt ihr halt hier switchen auf golden anstatt hier dieses Grau, ne? Genau, ich weiß jetzt gar nicht, ob dann die Rüstungsfarbe auch anders wäre. Vielleicht, ne? Aber das kann ich jetzt leider noch nicht ausprobieren, weil ich die noch nicht geholt habe. So, dann können wir auch das Gesicht ein bisschen ändern. Wir haben einmal bei der Schnauze Unterbiss. Sieht aber ehrlich gesagt fast besser aus als das Standardding, muss ich sagen. Und dann haben wir lang. Ich glaube, lang finde ich am besten. Dieses kurze ist irgendwie, sieht komisch aus. Dann haben wir Stirn. Noch eine Option, was ist denn das? Ach, über den Augen ist das dann noch so Knochen, ne? Und dann haben wir noch Hörner. Da haben wir jetzt hier diese Feder und dann können wir halt so kleine Hörner machen. Aber ehrlich gesagt, dann sieht er halt nicht mehr aus wie ein Feedrachen. Dann kann man ja gleich den Dings nehmen hier, den Hochlanddrachen, ne? Also, naja. Gut, so viel dazu. Ich muss sagen, so das Grundmodell mit den Flügeln sieht ganz cool aus. Der Kopf gefällt mir nicht so, aber man kann ihn zumindest ein bisschen customizen und vielleicht ist das für den einen oder anderen dann der Go-To-Dragonride-Drache. Und ja, damit sind wir eigentlich auch schon durch mit dem kleinen Guide-Video. Wie gesagt, wenn ihr den euch holen wollt, ihr müsst einfach nur hier die Quest aus 10.1.7 spielen. Die habt ihr wahrscheinlich schon gemacht und dann, wenn ihr durchs Portal geht, wenn ihr die Quest davor annimmt, die aus 10.2, also den Kampagnenabschnitt 2 hier, dann kriegt ihr euren Drachen. Gut, das war's. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.